Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play. Ghost of Tsushima mit mir im Piracy. Wie klimmen wir denn das? 6,5, Alter, dann brauchen wir näher kommen. Da. Also, da kann man jetzt mal schon eine Schnellreise hin machen. Machen wir hier eine hin, dann können wir gleich nochmal dieses eine Lager kurz mitnehmen. Und dann machen wir auch was weiter. Ich glaube, wir haben alle Nebenquests abgeschlossen. Mein, ja. Ja. Wir haben alles abgeschlossen. Also bis jetzt. Und ich glaube auch nicht mehr, dass so viel. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel da dazu kommt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ja auch lange bei den Quests, mit den Nebenquests war es. Weiß gar nicht, wie viel hatten wir hiervon noch? 9. Das heißt, wenn wir das haben, noch 5 Stück. Genau, dann können wir so langsam auch ans an die Hauptquest dann wieder setzen und sozusagen bald eine Hauptquest-Run starten. Jetzt sind wir nämlich hier tatsächlich auch so weit, dass wir uns sozusagen uns dem letzten, ja, dem letzten sozusagen widmen, nämlich der Hauptquest. Der widmet man sich ja meistens immer als letztes, aber wenn man sich dann da einmal widmet, dann geht es immer sehr schnell. Ist meistens sogar Open World. Aber mir zumindest. Er hat dem auch natürlich, wie man das spielt, ne? Aber mir ist es echt so. Da geht's hoch. Und wir sind ja sozusagen fast fertig. Also mit allem, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Missionen es noch gibt in der Hauptmission, in der jetzt in der Hauptquest, aber ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass das so langsam, ja, auch nicht mehr allzu viel sein wird. Weil die Hauptquest ja auch schon bald vorbei ist. Ne? Wir haben auch bald alle Dinger. Und wir sind ja mittlerweile auch gut ausgerüstet, also mittlerweile. Wert. Wie kommt es denn da hoch? Na egal. Und das Pferd spawnt manchmal sehr interessant. Aber hier scheinen die Mongolen nicht viel zu haben, ne? Also zu sagen, haben wir eigentlich den Kutunkan sehr gut in die Flucht geschlagen. Und es ist jetzt nur noch das Ende. Boah. Schön schneebedeckt. Genau, Gipfel. Ups. Ups. So. Oh. Und zack. Haben wir auch noch. Zum Glück, oh, zum Glück haben wir es gesehen. So. Und zack. Hier. Oh, oh. Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Oh fuck, ja. Total toll, dass ihr da oben jetzt so. Toll, ihr könnt euch natürlich auch so verstecken. Ja.
What the fuck? Stirb! Danke. Alter, war das daneben? Sind die da oben jetzt tot oder nicht? Ach du, oh Gott, der Anapper war aber gut gegeben. Ja, Hilfe. Er erledigt? Nein, auch nicht. Der Mund bei Starla. Hi. Hilfe! Ist ja gut. Wow. Okay. Na gut, so doll habe ich jetzt nicht gekämpft, muss ich sagen. Das war schon ziemlich scheiße. Ne, doch einmal Pferd. Oder? Ein Wolf. Jetzt ist mir egal. Haltet das Pferd, ne? Ist ja auch unwichtig. Keine Ahnung. Also seitdem er letzten Mal, das letzte Pferd, abwehren wir was bitte ich. Da wollte ich auch nur das reiten, ne? Mein weißes Pferd. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mich irgendwie mit keinem neuen Pferd mehr anfreunden, so jetzt. Zeigt mir, was ihr könnt! Ja, endlich wieder. Ja. Oh ja. Hä? Oh, aber meine vier macht. Ich vergesse jetzt mal. Warum macht man eigentlich vier mittlerweile? Weil die ganze Zeit nicht so. Verstehe ich überhaupt nicht, warum man auf einmal vier machen kann. Soll wohl als Erleichterung gelten. Ich finde es aber dadurch irgendwie ein bisschen. Danke. Ich weiß, ich finde es irgendwie ein bisschen schwerer, obwohl ich gehe davon als Erleichterung sein soll. Trifft Luna. Na, mal gucken. Was bei ihr abgeht. Es ist schön, hier ein wenig Glück zu haben. Oh ja.
Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen. Und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Schwarzbild. So, jetzt. Izumi-Hafen. Ich komme dir immer näher, Kutunkan. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Okay. Ein Sturm zieht auf. Mal gucken. Ohne gesehen zu werden, ist es ja nicht gerade mein Spezialgebiet. Warum sollte der Khan hier raufkommen? Er will zum Festland segeln. Und es überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Naja, und der Khan, der hat auch nichts mehr, ne? Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Taten wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Es war riskant. Doch mein Gift rettete Tausende. Was, wenn noch tausend mehr sterben? Wir müssen den Khan aufhalten, bevor es soweit kommt. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Oder in der Vergangenheit zu sprechen, bringt uns nichts. Wir müssen jetzt rasch handeln. Der Khan. Vorne kommen wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Okay. Scheiße, 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 scheiße. Der guckt, oder? Guckt der, oder? Was guckt der da? Aber mach mal einen Abflug. Und tschüss. So viele wie möglich. Sollten wir schon. Würde er, glaube ich, sehen. Komm her. Warten. Was? Versagen an. Problem ist, wenn er zurückkommt. Hm.
Dann haben wir ein Problem, deswegen. Oder? Kommt er nicht zurück? Ich weiß es nicht. Risiko? Risiko. Wir warten nicht. Kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt daran scheitern, wenn ich nicht gewartet habe. Weil ich gehe jetzt auf Risiko. Ne, drehen dich nicht. Na toll, bin ich. Warte mal. Ja, bin noch nicht bereit. Wohl, warte, vielleicht kann man auch. Ah. Siehste? Immer schön vorsichtig. Immer gucken, was man bei dich vorhat. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Ja, am liebsten würde ich es ja verbrennen, ne? Aber das wäre, glaube ich, keine so geile Idee. Ach du Scheiße, noch mehr Fässer. Der will echt kurz einen Prozess machen, ne? Seh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er den Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Ich spiele ihn. Den Izumi-Hafen. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Ne, also wenn wir jetzt das anfackeln, wäre das dumm. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Hm. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Khotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Khotun, ihr seid schon mal du. Einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen. Nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Hört sich spannend an. Ja, am liebsten jetzt schon, ne? Aber jetzt halt dumm ohne Leute. Ein Sturm zieht auf. Oh, das wird spannend. Klar, den Angriff des Khans. Töten wir jetzt den Khan? Jetzt schon? Durch Tiere für Shimura. Sprich mit Yu. Okay. Um den Angriff zu koordinieren.
Oh Leute, es geht los. Bitte mach noch ein bisschen. Ja, mach noch ein bisschen. Ist ja gar nichts passiert in der Folge. Ich meine, ich könnte jetzt schon sagen, 20 haben wir erreicht. Naja, aber. Bin nur ein bisschen rumgeschlichen und ist noch gar nichts passiert. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es gerade spannend. Ein bisschen zeige ich noch. Vielleicht schneide ich das ja auch ein bisschen zusammen. Dann mache ich das ja auch. Habe ich auch schon gemacht. Also mal gucken. Jetzt sollten wir nochmal kurz die Geschenke. Oh, cool. Cool. Ich habe gute Neuigkeiten. Ihr riecht besser, sauberer, auch nicht schlecht. Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Oh. Ich merke es. Du stinkst nicht mehr. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Ihr habt meinen Dank. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Auf dem Stuhl. Achso, fürs Schwert habe ich nicht, ne, egal. Ich habe gute Neuigkeiten. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Herz des Shito. Ja, aber er hat recht. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ja, ich hab doch ein Pferd. Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Doch ein Pferd. Ein Pferd aussuchen? Will ein Pferd. Ja, dann nehme ich das Dunkle hier. Das ist schwarz. Gescheckt. Ich bin braun. Dann nehmen wir schwarze. Ganz ruhig. Alles gut. Benennen. Ich bin Freund. Wie soll das Pferd heißen? Schatten. Kage. Geboren aus Dunkelheit. Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Kase. Schnell wie der Wind. Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Kann man den Namen durchgehen? Wie soll das Pferd heißen? Sora. Licht des Himmels. Ganz ruhig. Alles gut. Nein. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Kage. Geboren aus Dunkelheit. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Ich werde ein langer Ritt, oder was? Ja. Na gut, los geht es. Dann würde ich sagen, machen wir das noch und danach würde ich einen Cut setzen. Aber wir die Quest hier fertig haben. Mit Fürst Shimura. Weil ich glaube, dann reicht es. Dann haben wir sozusagen die Angreifer und dann. Ja.
Aber jetzt hier mit unserem Onkel zu verbünden, ist keine dumme Idee. Auch wenn er uns vielleicht töten wird. Ich hoffe, er wird es nicht tun. Aber ich glaube, unser Onkel vor uns existiert ja nicht mehr. Das ist eigentlich auch mit das Härteste, muss ich sagen. Was passiert ist in dem Spiel. Klar, wir hatten ja ziemlich harte Schicksale gesehen. Aber ganz ehrlich, unser Onkel, den jetzt noch zu verlieren, so, ist halt schon, ja, mehr als scheiße. Ich hoffe nicht, dass es zum Kampf kommt. Weil dann, ja, also, ganz ehrlich, ich würde, Alter, wenn er sich jetzt gegen mich stellt, und zu sagen, haben wir das schon befreit, ja. Wenn er sich jetzt gegen mich stellt und sich eher für die gegen mich stellt, dann würde ich ihn im schlimmsten Fall umbringen. Auch wenn es der Onkel ist. Obwohl das schon sehr hart wäre, weil das so unnötig wäre. Eigentlich. Oh, hat geblitzt. Weil es eigentlich so unnötig ist. So, also, weil der Krieg ist ja schon sehr brutal und der Onkel, ja, wegen deiner Ehre. Anstatt mit Menschenverstand daran zu gehen. Genau, noch 1,5 Kilometer. Ah, da gibt's eine Brücke rüber. Muss ich darüber? Ich glaube ja, ne? Ja. Kann man machen. Oh Gott. Das ist ja Mongolengebiet. Bei 4 oder 5, ne? Ja. Säulen der Ehre. Ey, man lohnt ja sowieso nicht mehr. Wenn man jetzt noch alle macht, ja. Ich glaube, wir gefühlt haben wir ja schon alles. Insofern, naja. Aber schönes Buch Shimura trotzdem angenommen. Das Traurige ist ja, der Onkel hätte ja einen Tod geschickt. Das wäre ja unnötige Tode gewesen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Ehre... Oh, okay, bereits installieren, sehr schön. Ja, danke, alles verstanden. Oh ja. Ah, hier geht's raus. Ich will ja kein Schwanzbraten werden. Aber Feuer, mit Feuer rumballern ist nicht ganz so schlimm. Gift ist schlimmer. Aber es wäre halt schon hart, wenn wir gegen unsere eigene Armee kämpfen müssen, ne?
Könnte es mir echt aber gut vorstellen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie das mit dem Onkel endet. Aber ich glaube, es wird nur auf die eine Art enden. Hi. Hi. Wo ich bin? Geisel? Warte, Geisel. Oh Gott. Gut. Wo kommt das denn? Zack. Ja, wow. Wo wurde da denn geschossen? Was zum? Was ist denn hier los? Das ist ein Wohngebiet. Ah, sehr schön. Haben wir auch gemerkt. Alter. Wenn er mich so abzuschießen. Das gibt Strafe. Und zur Tat schreiten. Da habe ich aber einen auf die Fresse bekommen. Ja, die kleinen kann man so ganz gut machen. Müssen halt denken, es sind vier. Ich hab doch gedrückt. Ja. Geht mein gleichen Scheiß. Oh. Wo ist denn dieser Bogenschütze? Hä? Geht er jetzt hoch, Alter? Ist mir so auch lieber. Jetzt muss ich nur hoffen, dass da keiner mehr rangeht. Scheiße, jetzt hat mir alle. Ah! Oh mein Gott, sind das viele. Wow. Ja, jetzt. Oh, jetzt haben wir einen Bolzen in die Fresse. Das ist sehr gut. Stehe ich. Ah, ist ja gut. Oh, ja. Oh Gott, der kommt auch keinen kümmern. Ja, weil ich immer durch die Fresse bekomme. Ja, natürlich. Das ist doch gar nichts mehr. Natürlich stellt. Kann er standhalten. Oh, ja. Hallo, ich sehe das doch. Ja, räum mal einen Leute ab. Yep, danke. Das so.
Oh, Alter. Wie? Das sind zu viele. Stopp. Sehr gut. Was, Kackbratzen? Spring raus! Boah. Nein! Jetzt kann nicht sein, dass... Dem Moment natürlich. Also komme ich nicht voran. Komm. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist ja unfair, wisst ihr das? Erwähnt habt ihr alle aber ungefähr gleichen Waffen. Nein, da konnte ich den letzten Schlag abblocken. Das ist doch nicht ernst. Nein! Nein, der kann die abblocken. Oh. Scheiße. Jetzt komm. Ich muss die versuchen, die ein bisschen alleine. Völlig. Sehr gut. Das war ein guter Schlag. Ja, natürlich, er trifft mich. Egal. Nein, nein. Ich hab doch geblockt, dass du kommst mit Blocken oder was? Jetzt nervt doch nicht, Junge. Der Große ist weg. Da. Der nervt auch nicht mehr. Genau, und dann muss man die ein bisschen vorarbeiten. Auch wenn immer letzte Schlag. Warum auch immer. Ah! Hallo! Na gut, egal. Sollten wir hinkriegen. Kann das jetzt hier nicht keine Vollkatastrophe wird. Ist immer schön, dass ich alle nur schwer verletzt habe und alle mal keinen getötet habe. Ja, den verletzt jetzt auch schwer. Das ist doch nicht dein Ernst, Junge! Tschüss. Verpiss dich. Sehr gut. Wer denn das? Nein, du wolltest nicht den anderen. Ja, eigentlich wolltest du auch ihn hauen, aber es war egal. Da, sehr gut. Ja, na. Das ist doch jetzt nicht den Ernst. Nein! Nein, jetzt haut auch da ab. Ja, bist du. Jetzt. So, tschüss. Oh, ja, jedes Mal jetzt. Kumpel. Tschüss. Oh Gott, das ist echt eine große Masse gewesen. Ich hätte einen noch vor, die Mission zu machen. Eigentlich. Also. Du ganz nebenbei. Ich dachte auch, dass es nicht so ein großes Ding ist. Ich hätte unterschätzt. Ich glaube, ich habe die. Das hat immer das Ding. Was? Nein! Nein, 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 nein. Ist denn ernst jetzt? Das sind die letzten beiden, ne? Affe. Boah, Alter. Ich habe schneller als wirklich was. Bin noch gar nicht mehr im Kampf. Es war eine lange, aber auch eine erfolgreiche Reise. Weiß ich, ob ich ein paar meiner Kollegen... Och nein, oder? Gibt's den Weg nach unten? Na, ein bisschen. Wieso kein Kampf? Geht doch gar nicht mehr.
Egal. Alter Gummiknochen. Und mit Spielen aus der ich bin im Kampf, keine Ahnung. Na, ja, jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Ich war noch irgendwie ein Mongol übrig von, keine Ahnung, von außerhalb. Aber die Gegner haben alle besiegt. Kann nur sein, dass irgendwie jemand von außerhalb da mit dazu gestoßen ist. Und den wir jetzt nicht mitgenommen haben. Oh, das ist schon so. Dann haben wir jetzt noch 11, noch 4 Dinger. Ja, gut. Aber war auch ganz witzig. Ja, gut, Leute. Gut, weil wir jetzt auch schon 41 Minuten lang haben, die Folge, dann würde ich schon sagen, machen wir hier einen Cut, dann war das ja ein schönes Ende. Dann haben wir übelst gut nochmal gekämpft, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Let's Play Ghost of Tsushima. Morgen um 16 Uhr geht's weiter. Haut rein, bis dann, euer Pyrus. Ciao, bis zur nächsten Folge.